liebe Kunstfreunde, meine verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie als stellvertretender Bürgermeister ganz herzlich zur Eröffnung der Ausstellung Videoinstallation von Manuel Graf im Rahmen der neuen Reihe Sammlung im Prozess, Neupräsentation und Leitnahme. Es ist mir heute eine besondere Freude, die bereits dritte Ausstellung unseres neuen Museumsleiters Georg Elben zu eröffnen, den ich an dieser Stelle herzlich begrüße und ganz herzlich persönlich zu seinem neuen Amt gratulieren möchte. Wir haben uns heute das erste Mal richtig kennengelernt. Herzlich willkommen in Mahl und in Ihrem Haus, lieber Herr Elben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Sammlung ist das Kunstkernstück eines Museums. Sie stellt neben Ausstellungen den bleibenden und identitätsschöpfenden Existenzgrund eines Museums dar. Diese These stimmt auch für unser Skulpturmuseum Glaskastenmahl, dessen Skulpturensammlung ein sehr spezielles Profil besitzt. Deshalb war die neue Ausstellung in den vergangenen Monaten als Museum im Wandel in einem kontinuierlichen Prozess und jetzt wird wieder verändert. Für den Projektraum im Skulpturmuseum Glaskasten hat der in Düsseldorf lebende Künstler Manuel Graf ein neues Video produziert. Herr Elben wird gleich noch zur Ausstellung sprechen und ich möchte daher Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, verehrte Gäste, gerne auf einen kulturpolitischen Aspekt legen. Die Förderung der Kultur gehört, wie Sie vielleicht wissen, zu den freiwilligen Aufgaben einer Kommune. Das bedeutet aber nicht, dass diese Aufgaben verzichtbar sind. Auch wenn in finanziell schwierigen Zeiten der Ruf nach Kürzungen im Kulturetat immer wieder laut wird. Im Gegenteil, Kunst und Kultur sind wichtige und unverzichtbare Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens in einer Stadt und bedürfen des Schutzes und der Förderung. Wir haben deshalb in der Vergangenheit ein Kulturkonzept erstellt, mit dem wir unsere Kultureinrichtungen und damit auch das Skulpturmuseum Glaskasten verlässliche Rahmenbedingungen geben möchten, damit sie ihrem kulturellen Auftrag in angemessener Weise nachkommen können. Liebe Kunstfreunde, wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten auch künftig nichts unversucht lassen, unser Skulpturmuseum und auch den anderen Kultureinrichtungen eine möglichst gute Zukunft zu geben. Das ist nur möglich, weil Sie, liebe Kunstfreunde, uns dabei unterstützen. Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang einmal mehr dem Freundeskreis Habakuk für sein vorbildliches und großzügiges Engagement in all den Jahren. Danken möchte ich auch allen Beteiligten, die diese Ausstellungsobjekte realisiert haben. Ich bin überzeugt, dass wir auch in dieser Ausstellung, in der neuen Reihe, viele interessante und spannende Begegnungen erleben werden, wenn Herr Elben uns zu weiteren Entdeckungsreisen zu den Exponaten unserer Sammlung einlädt. Dazu und natürlich auch für die Sammlung, Ihre neue Tätigkeit als Leiter unseres Museums, wünsche ich Ihnen, lieber Herr Elben, viel Erfolg. Lieber Herr Elben, wir sind nun bereit, zu einer neuen Entdeckungsreise aufzubrechen. Bitte nehmen Sie uns ein weiteres Mal mit auf den Weg zum Licht und zur Erhellung. In diesem Sinne